Hans? Hallo. Hallo, wo bist denn Am Händler bei mir. du? Wieso? Dein Tor ist noch zu. Ich weiß. Mache ich jeden Moment auf. Danke. Muss ja noch ein bisschen warten hier. Ja, heute macht er auch spät auf, erst um 9. Mal gucken. Hans, Ja. kann ich gerade mal meinen Traktor hinten bei dir auf die Hebebühne tun und den angucken? Ja, klar. Gut, danke. Naja, egal, das stelle ich raus. Was denn? Da steht noch ein Mähwerk. Ja, genau deswegen mache ich das jetzt immer zu. Weil immer ungebeten irgendwas irgendwer reinstellt. Ich glaube, das soll zurück verkauft werden. Ja, es wird einfach so reingestellt, teilweise auch einfach wieder zurückgeschickt, ohne irgendwas zu sagen. Deswegen mache ich jetzt ab sofort immer das Tor zu, wenn ich da bin oder beschäftigt bin. Aber habe ich keinen Bock mehr. Dann gucken wir das ganze Ding mal durch. 100. Dann muss ich die Rechnung nochmal neu machen. 114.500. Ja, warte, was habe ich gerechnet? 209.000 mal 0,4 gleich 91. Tausend kriege ich Rabatt vom anderen. Plus die 114,5. Plus 114. Da schneide ich noch 114.500 gleich. Dann fehlen mir 20.000. Bisschen mehr als 20.000. Und dann bräuchte ich ja auch noch einen Frontlader. Alter Schwede. Was ist los? Der Harry regt mich irgendwie auf. Warum? Ja, wie gesagt, der stellt seine Geräte einfach da rein, ohne irgendwas zu fragen. Und auch wenn ich nicht da bin, ist egal, es steht da einfach nicht. Okay. Oh, das geht sich aus. Was willst du da kontrollieren? Moment. So, ich hätte eine Bestellung zu machen. Hallo? Jo. Wo ist er denn hin? Hans? Komm eben wieder zurück. Sind Sie im eigenen Traktor im CB-Funk? Hans? Ja. Ah, hab dich gerade rauschen gehört. Ich hätte eine Bestellung zu machen. Bin unterwegs. Ah ja, gut. Bis gleich. Bin sofort da. Komm mal mit rüber in die Werkstatt. Du kannst ja den hier mal den Standardservice machen und reparieren. Und dann nach Polen oder so. Ja. Dann hätte ich eine Bestellung, einen Auftrag für dich. Reparieren? Oh. Reparieren und Und was noch? und exportieren nach Polen. Bin ich am richtigen Konto? Ja, oder? Ja. Wo ist nicht? Bin ich. So. Ja.
So, und jetzt müssen wir ein bisschen cheaten. Also ich will nicht cheaten, aber geh mal kurz in den Ein. Könntest du dir irgendwie einen besorgen? Ist schlecht. Weil wir müssten hier ein Auto abschleppen. Warum? Was da passiert? Steht am Straßenrand, und wird nicht bewegt. Okay, vielleicht erstmal den Besitzer kontaktieren. Ja, wurde schon gemacht. Dann muss er das abholen, weil ich habe keinen Abschlepper da. Könnte man vielleicht für die Gemeinde einen bei dir ordern? Ja, müsste ich dann aber noch mal gucken. Also jetzt im Katalog ist da noch nicht. Der Bandit. Was? Bandit. Tritt Tiefladder. Achso, ja. Irgendwelche Konfigurationen? Felgenfarbe schwarz und dann machst du euer Gelb da, aber auf Gemeindekonto würde ich sagen, oder? Ja. Den könnte man ja dann hier bei der Feuerwehr irgendwo hinstellen. Mit einem passenden, leistungsfähigen Traktor oder Auto oder so dazu. Vielleicht den Dodge oder so. Eurem Gelb. Das müsste sich ausgehen. Er müsste ja rein theoretisch reichen. Die Autos abzuschleppen, die Großfahrzeugen, die kann ich mit dem Tieflader holen. Könnt ihr mal Glaube beeilen hier? Ich habe keine Zeit. ich. Steht bereit. Bin ich hier Jo, beim dann komme Händler ich und schon. will was kaufen und dann kommt irgendwas dazwischen. Merci. Tschö. Ciao. Hans? Ach, der fährt das Zeug gerade weg. Ach, der Herr Varuna. Ja, Herr Varuna. Ja. Hallo. Also, ich habe was gesehen, was ich nicht sehen wollte. Herr Polizist, gucken Sie mal da oben auf dem Berg. Ich glaube, Sie müssen zum Einsatz. Da hat sich gerade das weiße Auto mächtig überschlagen. Ich glaube, der ist hinüber. Statt hinzulaufen. Faulheit. Da freut sich aber jemand. Halt. Also. Also? Ich muss den Stromberger wegmachen, denen geht es nichts an. So, ich will mir einen neuen Traktor kaufen. Aber ich krieg darauf eine Subventionierung von 40%. Ja? Aber ich brauche erst die Subventionierung, dass ich mir den kaufen kann. Okay, also wir rechnen mal kurz. Guck mal in den Katalog rein. Ups. Ja. Nicht erschrecken. Okay, dann erschrecke ich mich. Mittelgroß. Ganz hinten. Ach, den hatte ich mir auch schon überlegt zu holen. Ja, gell? Aber der hat keine Pflegereifen. Das braucht einen mit Pflegereifen. Hat er nicht? Nee. Brauche ich einen Pflegebereich? Nee, brauche ich nicht. Egal, mit Frontlader. Ja. Macht 185.500. 185.500. Genau. Plus. Ohne Motorupgrade. Ja. Plus einmal Frontlader. Anbau. Konsole FZ60 in White. Also plus 8.200. Das mache ich nicht. Was? Plus Konsole Frontlader in Weiß.
Das, FZ60. Äh, 8200. Ja, und Palettengabel in Weiß. 1000. Und? Ja, da komme ich auf einen Gesamtwarenwert von 194.700. Ohne Steuer. Ja. Darauf 40% mal 0,4. Hieße 77.880 kriege ich von der Stadt. 77? 77.880. Bitteschön. War das richtig? Ah ja, okay. Würdest du mir das bestellen und dann, warte, was haben wir gesagt? Was habe ich gesagt, wie viel Warenwert es war? 194.000? 700. Irgendwas. 700. Mal 1,2 minus 194.700 gleich. Gut, dann kriegst du 39.000 von mir. Ja. Gut, soll ich dir das verkaufen? Dann kannst du mir das bestellen. Notierst du dir die 39.000, weil die kriege ich gerade nicht zusammen. Ja, das notiere ich mir. Herr Stromberger, wie war's? Ach, eben nur ein Auto abschalten lassen. Also ich muss mal deine Straße stellen lassen. Okay. Mein schlaues Büchlein. Also und 39.000. Peter, die Firma Dodge und die Firma Lizard können sie schon auseinanderhalten, oder? Kann ich. Ja, weil sie haben der Stadt jetzt einen Lizard gekauft, obwohl wir einen Dodge haben wollten. Es geht ja nicht nach Wollen. Die Gemeinde hat doch kein Geld. Es geht nicht nach Wollen, sondern es geht nach Punkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ah, noch was. 34.000 waren das? 39.000 waren das? 39. 39. Aber kannst du mir noch was bestellen? Klar, kann ich das. Den Bandit. In Weiß. Bei Tiefladen, oder was? Ja. In Weiß natürlich, ne? Ja, Weiß und Felge Onyx. Mit Low Hitch. Das ist eigentlich egal. Jo. So. Bitteschön. Gut, vielen Dank. So, Herr Peter. Bin ja mal weg, gell? Ja, ciao. Tschüss. Ich möchte gerne ein ziviles Polizeifahrzeug beantragen. Heftig. Fahr mal Lamborghini. Gibt's ja nicht. Ein ziviles Polizeifahrzeug. Hat der Stromberg das gerade wirklich gesagt? Sorry, mir war da gerade noch was im Kopf rumgeschwirrt. Was? Was ist, was ist passiert? Hieß es gerade wirklich, ich möchte ein ziviles Polizeifahrzeug bestellen? Ja. Okay, gut, tschüss. Schwarz. Ja. Ups. So. Guti. Da haben wir doch glatt mal unseren Traktor getauscht. Und zwar, ich glaube, ziemlich gewinnbringend. Klar, 40.000 muss ich noch an den Hans zahlen, aber das kriegen wir alles hin.
Eigentlich könnte ich den jetzt wieder verkaufen. Ich habe eine Idee. Aber jetzt gucke ich erstmal nach den Paletten. Naja. Ich habe da eine kleine Idee. Mal gucken, ob da jemand auffällig wird. Kannst ja mal probieren. Oh, sieht schon ganz schick aus, dieser hier, wie heißt das, Lamborghini. Gut. Dann verleite ich gerade mal die eine Palette, die hier im Weg rumsteht. Ja, warum geht es jetzt nicht? Hey, passt der gar nicht richtig, oder was? Ich muss gleich noch gucken, ob da Kabel dran sind. Was heißt Kabel? Also, wie heißt das? Spanngurte. So. Ah ja. Ist ja perfekt. Perfekt. Gut, liebe Leute. Aber das war's auch für diese Woche vom RP hier von der Schwatzingen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut auch bei Jürgen Racex, Dark Racex YouTube vorbei. Und bei Harry Hofer, BlackBeast86 auf YouTube. Bis morgen. Tschüss.